Hallo Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite. Heute mit Seite 19. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wenn du Gerichtbotschaft uns sendest, dass du immer das Ziel hast, uns zu retten. Und so bitten wir dich, dass du jetzt auch durch dein Wort zu uns sprichst. Im Namen Jesu. Amen. Wir sind in 1. Mose 19. Die beiden Engel sind nach Sodom gekommen um Lot zu retten. Aber ehe sie vers 4, aber ehe sie sich hinlegten, umringten die Männer der Stadt das Haus. Die Männer von Sodom, jung und alt, das ganze Volk aus allen Enden, und riefen Lot und sprachen zu ihm: Wo sind die Männer, die diese Nacht zu dir gekommen sind? Bring sie heraus zu uns, damit wir uns über sie hermachen. Genau das Gegenteil zu der Gastfreundschaft, die Abraham gezeigt hat. Und auch Lot. Da ging Lot zu ihnen hinaus an den Eingang und schloss die Tür hinter sich zu. Und sprach: Ach, meine Brüder, versündigt euch doch nicht. Siehe, ich habe zwei Töchter, die haben noch keinen Mann erkannt. Die will ich zu euch hinausführen, damit ihr mit ihnen tut, wie es euch gut, wie es gut ist in euren Augen. Nur diesen Männern tut nichts, denn sie sind doch unter den Schatten meines Dachs gekommen. Hier geht es nicht darum, dass ähm, Lot seine Töchter nicht mochte, sondern er wollte nur zeigen, wie wichtig ihm die Gastfreundschaft wirklich war. Sie übersprachen: Mach, dass du fortkommst. Und sie sagten, der ist der einzige Fremdling hier und will den Richter spielen. Nun wollen wir es mit dir noch schlimmer treiben als mit ihnen. Und sie drangen heftig auf den Mann Lot ein und machten sich daran, die Tür aufzubrechen. Da streckten die Männer ihre Hände hinaus und zogen Lot zu sich hinein und schlossen die Tür zu. Die Menschen von Sodom sind so böse, dass man mit ihnen nicht mehr reden kann. Es heißt hier, und sie schlugen die Männer vor der Haustür mit Blindheit, klein und groß, so dass sie müde wurden, die Tür zu suchen. Die haben es also immer noch versucht und die Männer sprachen zu Lot: Hast du noch jemand hier, einen Schwiegersohn oder Söhne oder Töchter, wer in der Stadt zu dir gehört, der den führe hinaus aus diesem Ort? Denn wir werden diesen Ort verderben, weil das Geschrei über sie groß ist vor dem Herrn und der Herr hat uns gesandt, den Ort zu verderben. Da ging Lot hinaus und redete mit seinen Schwiegersöhnen, die seine Töchter nehmen sollten und sprach: Macht euch auf, geht hinaus aus diesem Ort, denn der Herr wird diese Stadt verderben. Aber er war in den Augen seiner Schwiegersöhne wie einer, der scherzt. Wie oft passiert es, dass Gottes dringende Warnungsbotschaft nur auf Hohn und Spott trifft? Ganz ähnlich wie auch schon bei Noah und auch in unserer Zeit immer wieder. Als nun um die Morgenröte aufging, drängten die Engel Lot und sprachen, Mach dich auf, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht umkommst in der Bestrafung dieser Stadt selbst. Lot scheint zu zögern, er muss gedrängt werden. Wie oft sind wir vielleicht überzeugt, aber zögern doch die richtigen Entscheidungen zu fällen und Gott muss uns drängen. Als er aber noch zögerte, ergriffen die Männer ihn und seine Frau und seine beiden Töchter bei der Hand, weil der Herr ihn verschonen wollte. Und sie führten ihn hinaus und ließen ihn draußen vor der Stadt. Wenn Gott ihn nicht retten wollte, gewollt hätte, dann äh, wäre wohl auch Lot verloren gegangen. Auch wir würden wohl verloren gehen, wenn Gott uns nicht unbedingt retten wollte. Und es geschah, als sie sich hinaus, als er sie, als sie sich hinausgeführt hatten. Da sprach einer Rette deine Seele und schaue nicht zurück, steh auch nicht still in dieser ganzen Umgegend, rette dich ins Bergland, damit du nicht weggerafft wirst. Die Engel haben ihren Teil getan, jetzt sollte auch Lot seinen Teil tun und weiterlaufen bis ins Gebirge. Wir müssen mit dem Himmel kooperieren. Aber Lot sprach zu ihm: Ach nein, mein Herr, siehe doch, dein Knecht hat vor deinen Augen Gnade gefunden, und du hast mir große Barmherzigkeit erwiesen, dass du meine Seele am Leben erhalten hast. Aber auf das Bergland kann ich mich nicht retten. Das Unglück könnte mich ereilen, sodass ich sterben müsste. Wie oft sehen wir Schwierigkeiten, wo Gott eigentlich nur uns Rettung sieht? Siehe, jene Stadt dort ist so nahe, dass ich daran fliehen könnte, und sie ist klein. Ach, lass mich daran fliehen. Ist sie nicht klein, nur dass meine Seele am Leben bleibt. Da sprach er zu ihm: Siehe, ich habe dich auch in dieser Sache gehört. Dass ich die Stadt nicht zerstöre, von der du geredet hast. Eile, rette dich dorthin. Denn ich kann nichts tun, bis du hineingekommen bist. Daher wird die Stadt, Stadt Zor genannt. Ist nicht interessant, wie sehr Gott manchmal auch auf unsere ganz unsinnigen Wünsche eingeht. Dem Lot wäre es wohl besser ergangen, wenn er gleich ins Gebirge gegangen wäre. Das war Gottes Plan gewesen. Aber er hatte Angst und so geht Gott noch auf ihn ein und rettet die Stadt Zor wegen Lot. Und die Sonne ging auf über der Erde, als Lot nach Zor kam. Da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen auf Sodom und Gomorrah, vom Herrn vom Himmel herab, und er zerstörte die Städte und die ganze Umgebung und alle Einwohner der Städte und was auf dem Erdboden gewachsen war, und Lots Frau schaute zurück hinter seinem Rücken. Da wurde sie zu einer Salzsäule. Abraham begab sich früh am Morgen zu dem Ort, wo er von dem Herrn gestanden hatte. Man kann aus Sodom fliehen, körperlich. Und doch das Herz in Sodom zurückbehalten. Lasst uns diese Welt nicht nur äußerlich verlassen, sondern lasst uns tatsächlich in unserem Herzen uns trennen von den Dingen, die einmal in dieser Welt zerstört werden. Lasst uns beten. Lieber Vater, danke, dass du uns retten willst und dass du alles tust, damit wir einmal erlöst und gerettet sein können. Herr, vergib uns wenn wir oft die Schwierigkeiten mehr sehen als dein Rettungsangebot. Und sei du bei uns an diesem Tag im Namen Jesu.